Ich habe heute zu Gast den Bastian Brangenberg. Und wir nehmen gerade auch durch dieses Thema mit den Sechzehntelakzente. Und es gibt schon ein Video, das nennt sich Sechzehntelakzent Nummer 1. Da ging es um diese erste Zeile hier. Und mit dem Bastian habe ich jetzt gerade diese erste Zeile schon durchgenommen und er konnte es auch schon super. Und jetzt werkeln wir mal an der zweiten Zeile. Das Interessante ist, der Bastian, der ist Linkshänder. Also jetzt kommt. Das werden wir jetzt mal schnell werken. Ich spiele es jetzt mal hier für die Kamera als Rechtshänder vor. Das geht ja so. Ein und zwei. So für alle, die wo das anschauen, und auch für den Bastian. Du musst schauen, dass dir jetzt nicht der Beat, also in unserem Fall, wir machen gerade den Beat mit der Bassdrum. Also der Beat, der darf dir jetzt nicht verschieben auf den Akzent, sondern der Beat bleibt immer auf dem ersten von die vier Sechzehntel. Also immer auf dem ersten der vier Sechzehntel draufbleiben mit dem Beat. Den Beat kann man spielen mit der Bassdrum, den Beat kann man spielen mit der Hi-Hat, den kann man mit Bassdrum, Hi-Hat abwechselnd spielen. Letztendlich geht es darum, dass man den Beat die ganze Zeit spürt. Am besten in der Wampe. Ja? Genau. Okay. Ich spiele es jetzt nochmal, gleich ein bisschen schneller und dann üben wir zwei das nochmal gescheit. Ein und zwei und drei und vier und. Lass mich mal alleine spielen. Das Verreckte ist jetzt das, der Ausholschlag, also der Upstroke, auf den dann zwangsweise sozusagen der Downstroke, der Akzent folgt. Dieser Ausholschlag, der Upstroke, der ist dieses Mal auf der Zählzeit 4e und a. Schau mal ganz langsam. 1e und a, 2e und a, 3e und a, 4e und a. Also da, wo man A sagt, könnte man auch ab sagen. Also Englisch ab, UP, hinauf. Bis hierhin und wir zwei werkeln jetzt ruhig noch mal so ein bisschen weiter. Wer Lust hat, da jetzt das weiter anzuschauen, kann ja gerne mitzuschauen. Bastian, du bist Linkshänder, du spürst links, rechts, 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 links, ab.
mit rechts, weil du Linkshänder bist. Fahren wir mal bis dahin, bis zu diesem 4, E und A. Und wenn es geht, machen wir die Bassdrum immer auf dem ersten von den 4 Sechzehntler. Das muss man ein bisschen trainieren, bis man sich daran gewöhnt hat. Okay, 3 E unter, 4 E unter, 1 E unter, links, rechts, und jetzt 4 E und ab, 1 E und ab, 3 E und ab, 3 E und ab, 4 E. Gut, weißt du was? Jetzt machen wir mal bloß einen Akzent im zweiten Takt auf der Zählzeit 1 E. Und deshalb haben wir den Upstroke, wie ich schon vorher erklärt habe, bei 4 E und ab. Und jetzt sparen wir uns mal hinten raus die vielen anderen Akzente. Also ich möchte mit dir jetzt folgendes spielen. 1 E unter, 2 E unter, 3 E unter, 4 E und ab. 1 E unter, 2 E unter, 3 E unter, 4 E und ab. 1 E unter. Stell dir vor, wir dann jetzt im Prinzip jedes Mal auf 1 E einen Akzent spielen. Okay? 1 E unter, 2 E unter, 3 E unter. Jetzt kommen wir es erstmal ein. 1 E unter, 2 E unter. Zählen wir mit. Reinpfeffern, laut. Und vorher ausholen für den Reinpfefferer. Am Anfang ist es echt ein Problem, wenn man dann noch überlegen muss, wo der Ausholer ist für den Reinpfefferer, dann macht man manchmal sogar beim Ausholen den Reinpfefferer. Das muss man so lange üben, bis es so automatisch läuft, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss. Jetzt mach es einfach mal so. Hau mal bei 1 E einfach fest drauf. Und dann schauen wir mal, ob wir den Vorbereitungsschlag auch hinkriegen. Okay, 3 E unter, 4 E unter. 3 E unter, 3 E unter, 4 E unter, 1 E. Zählen wir mit. E unter, genau. 4 E. Okay, gut. Das kannst du vielleicht mal, das was wir jetzt zum Schluss gemacht haben, das kannst du vielleicht als Vorübung beim Üben hernehmen, bevor du auf diese ganz am Anfang komplett vorgespielte Übung gehst. Die spiele ich jetzt aber nochmal vor. Und zwar in der Linkshänder-Version. Ja? Also du als Linkshänder-Version spielst unsere komplette Zeile hier. Die zweite Zeile. Jetzt auch nochmal für diejenigen, die sich das jetzt vielleicht noch ganz angeschaut haben. Es geht um diese zweite Zeile. Leise 16-Tabs komplett durch. Und hier im zweiten Takt haben wir immer auf dem zweiten der 4 Sechzehntel den Akzent. Um das geht's. Das spiele ich jetzt nochmal vor und diesmal in der Linkshänder-Version für den Bastian und für alle anderen Linkshänder natürlich auch. 1 und 2 und 3. Lass mich alleine spielen.